Hey yo Leute, Crymax hier und ihr habt es bestimmt alle schon mitbekommen, das neue DLC ist heute erschienen und Leute, dieses DLC ist so unnormal heftig. Nicht mal das Banküberfall-DLC war so heftig wie dieses Finance and Felony DLC. Bei mir hat es jetzt leider extrem lang gedauert, bis ich von der Schule daheim war und mir das runtergeladen habe. Deswegen kommt das Video jetzt erst so spät, dennoch werde ich euch in diesem Video alles zeigen, falls ihr das ein oder andere vielleicht noch nicht gesehen habt. Ich werde euch zunächst die neuen Fahrzeuge zeigen und dann am Ende werde ich euch auch noch meine neue Organisation zeigen, das neue Büro. Und auch die erste Mission, die ich mit der Organisation gemacht habe. Starten wir zunächst mal hier mit den neuen Fahrzeugen. Da ist natürlich der uns im Voraus schon angekündigte Pegasi Reaper, der übrigens unnormal heftig ist. Dann der Vapid FMJ, der Crotty Bestia GTS und der Benefactor XLS. Die Autos werde ich euch natürlich hier nicht nur auf der Internetseite zeigen, sondern auch wie diese dann tatsächlich in GTA 5 aussehen. Diese könnt ihr jetzt hier in meiner Garage sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich der Pegasi Reaper und der Vapid FMJ sind meiner Meinung nach auf jeden Fall die besten Autos des DLCs, aber ich denke mal, so denkt jeder, weil das einfach die Supersportwagen dieses DLCs sind, natürlich auch die teuersten Autos. Der Pegasi Reaper kostet stolze 1,6 Millionen und der Vapid FMJ stolze 1,75 Millionen Dollar. Des Weiteren gibt es auch noch ein weiteres Auto im South San Andreas Store und zwar ist es der Bravado Rumpo Custom. Ich fand dieses Auto jetzt nicht so wirklich besonders, deswegen habe ich es mir nicht gekauft, aber dieses könnt ihr für 130.000 Dollar erwerben. Dann kommen wir noch zu den neuen Nutzfahrzeugen und da gibt es den Brickade oder Brickade oder wie man den auch nennen will und dieser kostet 1,1 Millionen Dollar und das ist dieser fette LKW, den wir schon im Trailer gesehen haben. Hier könnt ihr auch übrigens ein bisschen Gameplay damit sehen, also man ist wirklich sehr, sehr langsam mit dem LKW und der ist auch schwer zu handeln, aber die eigentliche Funktion von dem LKW ist es ja eben den Weg freizuräumen, sich easy gegen Polizeiautos oder sonstiges einfach durchzugleiten, kann man schon fast sagen, und das kann auf jeden Fall dieser LKW ziemlich, denn wenn man hier einfach mal auf die ganzen NPC-Autos achtet, man fährt da einfach durch, als wäre es Butter, Leute, also völlig egal, man ist nicht wirklich schnell mit dem Auto, aber irgendwie kann einen nichts ausbremsen mit diesem LKW. Und dann kann man jetzt auch noch endlich mal wieder Cargo Bobs kaufen, ja, und zwar den normalen Cargo Bob, den gibt es für 1,8 Millionen Dollar und dann auch noch den Chetsam Cargo Bob, diesen gibt es für fast 2 Millionen Dollar. Im Prinzip ist es kein großer Unterschied, der einzige Unterschied ist im Prinzip die Lackierung, aber beide haben die gleichen Funktionen und ja, auf jeden Fall wie gesagt ziemlich cool, dass man sich jetzt auch endlich mal wieder einen Cargo Bob kaufen kann. Ja Leute, das waren jetzt im Prinzip mal die neuen Fahrzeuge, aber ich will eigentlich gar nicht so krass auf die neuen Fahrzeuge eingehen. Ich meine, die sind auch alle relativ cool, die habe ich euch jetzt gezeigt, aber das wirklich coole ist einfach dieses neue Organisationssystem, die neuen Büros und die Lagerhäuser, die man sich kaufen kann. Das werde ich euch jetzt zeigen und auch wie man dort diese Missionen erfüllen kann. Zu Beginn benötigt man natürlich als erstes einmal ein eigenes Büro und dafür gibt es jetzt hier die neue Seite Dynasty 8 Executive, also nicht die normale Dynasty 8 Immobilienseite, sondern hier eine extra Seite für die Büros und hier habt ihr eben vier verschiedene Gebäude zur Auswahl. Das Ganze kostet dann zwischen 1 und 4 Millionen Dollar. Wir haben uns hier natürlich das teuerste im Maze Bank Tower gegönnt und hier habt ihr auf jeden Fall eine richtig coole Auswahl, wie ihr euer Büro gestalten wollt. Zunächst mal könnt ihr einstellen, wie das Teil dekoriert ist, dann könnt ihr das Personal, den Namen, ob ihr einen Waffenschrank haben wollt, einen Tresor und dann auch noch, ob ihr einen Wohnbereich haben wollt. Starten wir zunächst hier mal bei der Einrichtung und hier habe ich sowas richtig klassisches, altes, Mafia-mäßiges ausgewählt, aber ihr könnt hier natürlich auch was Modernes oder so nehmen. Das ist natürlich komplett euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Ich habe hier dieses alte Adel genommen, heißt es, weil es einfach extrem Mafia-mäßig aussieht. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Diese Einrichtung hat dann nochmal einen Aufpreis von ca. 1 Million Dollar gehabt. Dann könnt ihr als nächstes noch euer Personal auswählen, ob ihr weiblich oder männlich haben wollt. Wir haben uns hier natürlich eine, ja, ich würde mal sagen, ganz hübsche Sekretärin geholt. Dann als nächstes könnt ihr natürlich noch den Namen von eurer Organisation bestimmen. Ich habe hier natürlich iCrymax Army ausgewählt und dann könnt ihr sogar noch die Schrift und die Farbe von eurem Schild haben, was dann eben an eurem Büro ist oder an dem Eingangsbereich von eurem Büro. Ist auf jeden Fall auch extrem cool gemacht. So, habt ihr euch dann für euren Namen und für die Schriftart und auch für die Farbe entschieden, dann geht's weiter mit dem Waffenschrank, den könnt ihr auch noch dazu kaufen für eine halbe Million Dollar, dann natürlich noch ein extra Tresor, auch nochmal 335.000 Dollar und dann noch einen extra Wohnbereich in dem Büro, dieser kostet auch nochmal schlappe 800.000 Dollar. Insgesamt haben wir dann für dieses Büro 6,6 Millionen Dollar ausgegeben, also ihr merkt schon, das Teil ist wirklich extremst teuer und wer so ein eigenes Büro und so eine eigene Organisation will, der braucht auf jeden Fall erstmal ordentlich Startkapital. Da kann ich euch wirklich nur mal empfehlen, in die Videobeschreibung zu schauen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall einen Unlock All Account kaufen. Da habt ihr dann genügend Geld, so wie ich. Irgendwie könnt ihr euch 500 Millionen oder so auswählen. Das ist dann natürlich euch überlassen. Also checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab.
Im nächsten Schritt werden wir uns einfach mal in unser eigenes Büro begeben und das ist wirklich extrem cool gemacht. Wenn ihr da eben mit einem Helikopter hinfliegt, dann kommt jetzt hier diese Animation, indem man sieht, wie dann eben der Helikopter dort oben landet und dann können wir eben direkt in unser Büro eintreten. Das ist wirklich richtig cool gemacht und hier könnt ihr es jetzt sehen, Leute, unsere eigene Sekretärin, das iCrimex Army Schild natürlich im Eingangsbereich und es ist einfach nur extrem episch, Leute. Also meine Reaktion dabei war wirklich richtig nice, ich hätte es auf jeden Fall aufnehmen sollen. Ich dachte mir einfach nur so, what the fuck, Leute, es ist wirklich so verdammt heftig. Man, eine eigene Sekretärin, die wird euch übrigens später noch die ganze Zeit anrufen während der Mission und euch auch helfen, das ist auch ziemlich cool gemacht, aber dazu auf jeden Fall gleich mehr. Hier könnt ihr es jetzt auf jeden Fall sehen, mein geiles Mafia-Büro, Leute, mein Tresor, mein Waffenschrank und so weiter und so fort, auf jeden Fall übertrieben nice, Leute. Und wie gesagt, man kann dann da später eben auch mit Fahrzeugen direkt quasi reinfahren, mit dem Helikopter oben direkt landen und so weiter und so fort. Aber dazu auf jeden Fall auch gleich noch mehr. Wir betrachten uns jetzt hier, wie gesagt, erstmal das Büro, wie dieses so aussieht. Und ich muss echt sagen, das macht optisch was her. Also ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit die meiste Zeit in meinem neuen Büro bei meiner Sekretärin verbringen. Und okay, die Sekretärin hätte ich mir vielleicht gerne in blond ausgewählt, wenn man das machen könnte. Aber naja gut, was soll's. Also wir betreten jetzt hier endlich mal das Büro. Und ja Leute, hier könnt ihr sehen, wir werden direkt natürlich von der Sekretärin sehr, sehr nett empfangen und jetzt werden wir uns das Ganze einfach mal selbst anschauen. Also man kann hier rechts schon sehen, das sind auf jeden Fall schon einige MacBooks, wo dann eben die Leute auch oder andere Leute aus der Organisation dran arbeiten können. Dann hat man hier eine riesige Karte von Los Santos, wo man die ganzen Lagerhäuser drauf sehen kann. Die werden wir uns auch gleich noch am PC anschauen und was man da machen kann, das werde ich euch auch noch gleich erklären. Aber auf jeden Fall ziemlich cool, dass man hier so eine riesige 3D-Karte von Los Santos hat oder generell San Andreas. Und hier kann man dann auf jeden Fall auch die Meetings mit den, ja, mit seinen Freunden eben halten und dann eben planen, welche Mission man als nächstes in Angriff nimmt. Ja, Freunde, das war jedoch bis jetzt nur der Anfang. Jetzt geht es richtig los, denn nun werden wir die erste Mission gemeinsam starten. Dafür müsst ihr dann einfach in eurem Büro an den PC gehen und dann loggt sich euer Charakter zunächst mal dort in die Software ein. Ja, hier wird dann euer Nutzername in GTA 5 angegeben. Das Passwort erfährt man nicht, das ist völlig egal. Und dann klickt ihr hier einfach auf Anmelden. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar bekommt ihr jetzt quasi so eine Draufsicht aus der Vogelperspektive von Los Santos, wo hier überall Lagerhäuser stehen. Jetzt könnt ihr euch hier zunächst einfach mal irgendein Lagerhaus aussuchen, ist völlig egal welches. Hier habt ihr die Auswahl zwischen klein, mittelgroß und groß. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendein Lagerhaus genommen, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Vorteile oder so gibt. So lange habe ich das noch nicht gezockt. Ich habe jetzt hier einfach mal dieses genommen, weil es relativ zentral in der Mitte liegt und habe mir dieses Lagerhaus hier gekauft. Wie gesagt, völlig egal. Hier könnt ihr euch einfach irgendein Lagerhaus auswählen, mit dem ihr dann später eure Mission machen wollt. Dieses Lagerhaus hat knapp 1 Million Dollar gekostet. Habt ihr dann ein Lagerhaus, dann wählt ihr nun als nächstes aus, welchen Gegenstand ihr quasi schmuggeln wollt, sage ich jetzt mal. Und ja, hier haben wir die Auswahl gehabt zwischen einer Kiste, zwei Kisten und drei Kisten von medizinischen Vorräten. Wir haben jetzt hier einfach mal die zwei Kisten genommen und nun geht die Mission auch schon los. Jetzt haben wir einen Auftrag, den wir starten werden. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich vorhin schon ein bisschen so gespoilert habe. Und zwar wird euch eure Sekretärin immer mal wieder im Laufe der Mission anrufen und eben helfen. Das finde ich wirklich extrem cool. Als ich nämlich die Mission gestartet habe und gerade eben aus meinem Büro draußen war, hat mich dann meine Sekretärin angerufen und mir den Waypoint quasi durchgegeben, zu dem ich mich begeben musste, um das Paket abzuholen. Wirklich extrem cool, sie war quasi wie eine Art Drohne für mich, die mir immer die Waypoints durchgegeben hat. Und dann haben wir das Paket abgeholt und sind damit zu unserem Lagerhaus gefahren. Und jetzt haben wir die Fracht hier eben abgeliefert. Jetzt sind wir in unserem Lagerhaus drin und das Ganze sieht einfach so verdammt cool aus, Leute. Und das Krasse ist, umso mehr Vorräte wir da reinbringen, desto mehr Vorräte stehen dann auch da drin. Also das sieht nicht immer gleich aus, sondern die Pakete, die ihr wirklich holt, stehen dann auch in dem Lagerhaus drin, bis es eben voll wird. Heißt, ihr könnt da wirklich sehen, wie eure Vorräte nach und nach wachsen. Dann habt ihr da drin eben auch noch dieses MacBook stehen oder dieses gefakte MacBook quasi. Und daran könnt ihr dann eben oder darin könnt ihr quasi eure ganzen Vorräte wieder verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Auch extrem cool. Und dann habt ihr hier noch diese Werkbank und mit dieser Werkbank könnt ihr eure Fahrzeuge, die ihr benutzt, auch noch modifizieren. Dazu auf jeden Fall auch noch gleich mehr. So, jetzt werden wir natürlich wieder von der Assistentin angerufen und die gibt uns eben durch, dass wir jetzt in dem Netzwerk quasi unsere Gegenstände wieder verkaufen können. Das werde ich euch jetzt hier auch noch quasi an dem Laptop zeigen. Und ja, hier sehen wir jetzt, was wir quasi geklaut haben und jetzt sehen wir, wie viel das wert ist. Wir haben jetzt hier zwei Kisten von diesem Zeug und dann noch eine Kiste von dem anderen Zeug und das werden wir jetzt verkaufen.
Aber das war's natürlich nicht, Leute, denn wir müssen die Fracht natürlich auch noch zu dem Käufer bringen. Wir haben jetzt hier einfach mal diese zwei Pakete für 22.000 verkauft und jetzt müssen wir auch noch das Zeug wegbringen. Heißt, man hat da wirklich immer extrem viel zu tun, was ich auch richtig nice finde, weil dann macht es einfach nicht so schnell keinen Spaß mehr. Also man hat da wirklich eine Langzeitbeschäftigung, man hat richtig viel zu tun, man hat seine Lager zu füllen und man kann damit auch richtig viel Geld verdienen. Weil, wie gesagt, ich meine, diese Mission, die läuft jetzt hier knapp 10 Minuten und trotzdem kann ich hiermit einfach schon 22.000 Dollar verdienen. Jetzt müsst ihr die Sachen eben abliefern. Auf dem Weg dahin werdet ihr immer mal wieder von Feinden angegriffen, aber wenn ihr die Pakete dann erfolgreich abgeliefert habt, habt ihr auch schon das Geld bekommen. Ja, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Ich hoffe natürlich mal, dass euch das Video gefallen hat und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.